Hallo, ich grüße euch. Ich bekomme täglich, auch jeden Samstag und jeden Sonntag, den einen oder anderen Anruf. Natürlich nicht so viel wie in der Woche, aber grundsätzlich kenne ich keine seriöse Firma, die auch sonntags die Leute anruft und nervt. Außer man hat mit dem Kundenservice vielleicht einen Termin vereinbart, was hier definitiv wieder nicht der Fall war. Die Trading-Abzocker rufen einen oft nach der Registration auf deren Webseite sofort an. Egal, ob ihr dabei euch selbst registriert habt oder euch irgendjemand anders registriert habt. Eine Erlaubnis dazu gibt es in keinem Fall. Ich finde, es ist schon dreist, dass man sogar an den Wochenenden von denen belästigt wird. Aber gut, jetzt erstmal viel Spaß mit dem Anruf. Tag, spreche ich mit dem Herrn Steiner. Hm? Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Rion und ich melde mich von der Firma Solidstocks, weil Sie Interesse an unserem Online-Handel zum gezeigt haben. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ihr Nachname ist Rio, oder wie? Mein Name ist Rian Wilson. Ach so, Wilson. Selten, aber scheint auch mal vorzukommen, dass der Betrüger nicht mit einem deutschen Fake-Namen anruft. Nimmt er halt einen ausländischen Feldnamen, vermutlich. Also wie gesagt, Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht, wo Sie damit Interesse im Online-Handel gezeigt haben. Genau, ja. Sind Sie noch interessiert? Ja, na klar, wenn man da Geld verdienen kann. Wissen Sie, wie das funktioniert, oder soll ich es Ihnen erklären? Nö, bis jetzt habe ich da noch gar keine Erfahrung mit, wie das geht. Also, Sie brauchen erstmal bei uns ein Konto zu öffnen und es aktivieren. Ja. Das heißt, wenn Sie den Konto, also das können wir natürlich zusammen machen, es dauert eigentlich eh nicht mehr als 10 Minuten, aber da müssen Sie auch, in diesem Konto müssen Sie dann Geld einladen. Ja. Damit Sie danach später investieren können und dann können Sie Geld verdienen damit. Ja. Also das hat quasi sozusagen mit Investitionen zu tun. Okay, wollen wir jetzt zusammen losstarten? Ja, na klar. Okay, gut. Warten Sie ganz kurz, ich werde Ihnen einen Link per E-Mail senden. Okay, checken Sie bitte ganz kurz Ihren E-Mail ab. Da sollten Sie dann einen E-Mail von mir bekommen, beziehungsweise von Ryan Wilson. Ja, dann logge ich mich da eben mal ein. Bei mir dauert es manchmal ein bisschen, bis die E-Mails ankommen. Okay. So, dann, ja genau, jetzt bin ich erstmal eingeloggt. So. Und von wem ist die E-Mail? Von Rian Wilson. Ja, nee, das habe ich jetzt hier noch nicht stehen aktuell. Also, machen Sie eine Aktualisierung, bitte? Ja, ich habe mich ja gerade erst eingeloggt. Demzufolge ist es ja aktuell. Also, haben Sie noch keine E-Mail erhalten? Nee, von Ihnen jetzt nicht, nee. Die letzte E-Mail, die ich bekommen habe, ist um 12.25 Uhr. Okay, ganz kurz, ich sende es Ihnen nochmal. Also, lautet die E-Mail gerold.steiner@mdccfun.de? Ja, genau, die ist richtig. Okay, ich sende es Ihnen nochmal, ganz kurz bitte. Ich hab Zeit. Ich habe sie nochmal gesendet. Dann gucke ich da nochmal rein. Moment. So. Aktualisiert gerade. Nee, ist noch nichts gekommen. Okay. Ganz kurz. Also schauen Sie mal bitte ganz kurz beim Spam. Ja, dann gucke ich auch nochmal in den Spam-Ordner. Ne, da ist auch genau. Nichts drin. Auch nichts? Ne.
Also ich versuche es nochmal. Ja. Was ist denn da für ein Krach bei Ihnen im Hintergrund? Bitte? Was ist denn da für ein Krach bei Ihnen im Hintergrund? Was meinen Sie? Ja, ist so laut bei Ihnen. Nein. Doch, ich höre es ja. Nein, also das ist eigentlich Musik. Ja, dann machen Sie die mal aus, weil das stört. So, schauen Sie nochmal bitte. So, ich aktualisiere mal jetzt hier nochmal. Ja, nee, ist aber immer noch nichts angekommen. Was ist da drin in der E-Mail? Also ist eigentlich der Link von unserer Webseite und da könnten Sie sich einloggen, also den Konto erstmal öffnen und danach könnten wir es sofort quasi auch aktualisieren. Ja, den Link könnten Sie mir aber auch so sagen, dann kann ich ja direkt da drauf gehen. Da kommt aber nicht. Wenn Sie mir den Link direkt sagen, dann kommt da nichts. Wieso denn das? Naja, also das haben wir es eigentlich auch öfters versucht, aber es kommt nicht der gleiche. Versucht ihr mir jetzt allen Ernstes zu sagen, wenn man den Link manuell eintippt, kommt die Webseite nicht. Wenn ich aber auf einen Link klicke, dann kommt sie schon. Raff ich nicht. Also, ernsthaft jetzt? Es kann auch sein, zum Beispiel, dass etwas anderes kommt. Deswegen, zur Sicherheit schicken wir es per E-Mail. Klingt ja komisch. Tja, also ist, wie gesagt, bei mir jetzt hier noch nichts angekommen. Also, ist eigentlich komisch, weil bei mir also steht, dass es, also, dass ich es schon abgesendet habe. Ja, glaube ich Ihnen ja auch, aber es ist noch nichts da. Nutzen Sie vielleicht eine andere E-Mail-Adresse, wo wir das versuchen konnten, oder nicht? Nee, ich habe nur die hier. Okay. Okay, dann würde ich sagen, machen wir es so. Haben Sie Zeit, morgen zu telefonieren? Nee, morgen bin ich nicht zu Hause, also auch den Rest der Woche nicht. Bitte? Ich sage morgen und den Rest der Woche bin ich dann auch nicht zu Hause. Also nachmittags oder abends auch nicht? Nö. Wie gesagt, ich bin gar nicht zu Hause. Weil, wie gesagt, morgen könnte ich Ihnen noch besser helfen. Also ich weiß ernsthaft nicht, was mit dem jetzt falsch läuft. Er ruft mich an und will mein Konto aktivieren und er erzählt mir dann, ja, er will dann nochmal anrufen, weil dann könnte er mir besser helfen. Also wozu ruft er mich dann jetzt an? Irgendwas stimmt mit dem Typen nicht. Naja, wie gesagt, Sie müssen mir ja nur den Link sagen, dann kann ich ja da direkt drauf gehen. Ganz kurz. Also sein ganz kurz hat jetzt hier an der Stelle wieder über eine Minute gedauert. Also Herr, schauen Sie bitte nochmal, checken Sie nochmal Ihren E-Mail ab, machen Sie jetzt nochmal eine Aktualisierung und checken Sie mal bitte Ihren WLAN auch bitte. Ja, warten Sie, jetzt habe ich von Ihnen zwei Nachrichten bekommen. Warum er sich das auch überhaupt selbst so schwer macht. Ich meine, er hätte mir ja nur die Domain einfach durchsagen müssen. Dann wären wir ja schon lange auf der Seite. Bitte? Ich sage, jetzt habe ich zwei Nachrichten bekommen. Also haben Sie schon den E-Mail? Ja, zwei Stück. Welche soll ich dann okay. nehmen? Okay. Auf einen. Egal welche. Ach so. Super. Also, weil es kam quasi zweimal, weil ich es nochmal gesendet habe, deswegen. So. Genau, also solidstocks.cc ist die Seite. Genau. So gut, das hätten wir Klicken ja auch. Klicken Sie auf den blauen Link. So, ja, jetzt bin ich hier auf der Seite, ja. Okay, was schauen Sie jetzt da bitte? Na, jetzt ist hier so eine Login-Seite. Sie haben ja da gleich den Login-Link mitgeschickt. Ja, genau. Also schauen Sie da, wo Sie ein E-Mail und Passwort schreiben können? Ja. Super, da schreiben Sie bitte ein E-Mail und ein Passwort ein.
Okay, dann trage ich erstmal meine E-Mail-Adresse ein. So, Passwort. Nö, mein Passwort funktioniert da nicht. Bitte? Ich sage, mein Passwort, was ich immer benutze, funktioniert da nicht. Okay, kein Problem. Warten Sie ganz kurz, ich werde für Ihnen ein einmaliges Passwort machen. Ganz kurz. Mir ist wirklich schleierhaft, was der unter ganz kurz versteht. An dieser Stelle war er tatsächlich wieder über 2 Minuten nicht zu hören und hat 2 Minuten lang sein Mikrofon abgeschaltet. Also ich glaube, jeder normale Kunde würde jetzt hier auch mittlerweile einfach auflegen, weil jedes Mal so lange Wartezeiten, ohne dass irgendeiner mit mir spricht, die wollen ja letztendlich was von mir. Und der vertrödelt ja auch meine Zeit damit, dass der die ganze Zeit sein Mikrofon aus hat. Wahrscheinlich sitzt wieder irgendeine Tante daneben, die ihm alles vorsagen muss. So, hey, ich hab's bei ihm, bei dem Passwort schreiben Sie bitte 123 ABC. Alles ganz zusammengeschrieben. Wieder eins der Passwörter von der seriösen Nummer. 123 45 ABC, bla bla. Ganz ehrlich, welche Bank gibt euch das erste Startpasswort, was so einfach ist? Also ich meine, es geht ja hier letztendlich um ein Konto, wo Geld aufgeladen wird. So, habe ich eingegeben, ja, geht aber auch noch nicht. Also schreiben Sie es nochmal bitte. Da steht ja immer noch drin, aber geht nicht. Dann klicken Sie auf Sync In. Haben Sie? Nö, sowas steht hier gar nicht. Also sind Sie mit dem PC oder mit dem Handy? Ich bin am PC. Okay, super. Ganz kurz. Also, nachdem Sie den Passwort schreiben, klicken Sie entweder auf Anmelden oder Sync In. Ja, Anmeldung steht hier. Genau, dann klicken Sie auf Anmeldung bitte. Ja, geht aber nicht, das Passwort. Immer noch nicht. Nö. Haben Sie 123 ABC geschrieben? Ja. Alles zusammen und klein geschrieben, ja? Richtig, ja. Hier steht aber auch Das geht immer drunter, noch Sie nicht. haben versucht, sich von einem nicht zugelassenen Land aus anzumelden. Bitte? Hier steht, Sie haben versucht, sich über ein nicht zugelassenes Land anzumelden. Also, wir sind eigentlich in Deutschland. Das kann auch nicht sein. Ja, gut, aber das Ding sagt mir das hier so. Weiß ja auch nicht, was Sie da Also, mit der Seite machen. warten Sie ganz kurz, ich mache noch mal einen anderen E-Mail. Naja, jetzt bin ich drin. Keine Ahnung, was das hier für ein Programmierfehler war, aber jetzt geht's. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Hallo. Was soll ich denn jetzt da machen auf der Seite? Ich bin jetzt da drin in dem komischen Ding. Na, das klappt ja super. Hören Sie mich her? Ja. Super. Jetzt schreiben Sie bitte nochmal bei Passwort Steiner 123. Alles klein und zusammengeschrieben. Na, ich bin ja jetzt schon drin in dem Ding hier. Also der scheint tatsächlich nicht nur sein Mikrofon gestummt zu haben, sondern wahrscheinlich auch sein Headset komplett weggelegt zu haben. Ich weiß es nicht, aber er muss mich ja nicht gehört haben. Ich bin jetzt schon bereits eingeloggt mit den Daten, die er mir zuerst geschickt hat. Wahrscheinlich, vermutlich hat es ja einfach gedauert mit dem Server, bis das registriert war, das Passwort, und ich das eingeben kann. Manchmal sind es ja 2 verschiedene Datenbanken, die sich erst synchronisieren müssen, wo dann 5 Minuten oder so entstehen können. Ja, und jetzt gibt er mir ein neues Passwort, aber ich bin ja mittlerweile drin. Das führt aber logischerweise dazu, dass ich dann nicht mehr lange eingeloggt bin. Hat ja jetzt Also hat geklappt. es schon funktioniert? Ja, habe ich ja gesagt. Okay, super. Und nun? Ja,
Also was schauen Sie jetzt da vor sich? Ja, jetzt habe ich hier so eine dunkle Seite mit einem weißen Rahmen. Kriegt man Augenkrebs. Also schauen Sie da irgendwo Dashboard? Oder kleinen Portal? Ja, sowas steht hier. Hm? Klicken Sie auf Klientportal, bitte. Wo klickt man da drauf? Ach ja, da oben. Hm. Ja, habe ich gemacht. Bin ich immer noch auf der gleichen Seite. Bitte? Ich sage, habe ich gemacht, jetzt wurde ich aber ausgeloggt. Das ist aber komisch. Ja, finde ich auch, ist eine komische Seite. Ja, ist doch logisch, wenn ich mich mit dem Passwort, was er mir vorher gegeben hat, eingeloggt habe und er in der Zwischenzeit das Passwort ändert, dass ich dann irgendwann mal rausfliege aus dem System, logisch oder nicht? Na, also ich bin hier mit dem falschen Passwort angemeldet. Naja, aber es scheint er ja nicht zu begreifen. Also geben Sie dann, also so wie Sie sagen, Sie sind nochmal ausgeloggt, ja? Ja, jetzt habe ich auf Klientportal geklickt und nun bin ich ausgeloggt. Ein Dipfelkack. Okay, schreiben Sie bitte den E-Mail und den Passwort nochmal. Wie ist denn jetzt das neue Passwort? Steiner 123. Ja, jetzt bin ich wieder drin in dem Ding hier, ja. Okay, schauen Sie da Dashboard Finanzen und Trading. Ja, also was steht hier? Klicken Sie auf Trading, bitte. Ja, habe ich gemacht. Super. Was schauen Sie jetzt da? Na, jetzt bin ich auf der Seite Trading. Schauen Sie jetzt da irgendwo plus New Account? Ja, sowas steht hier auch. Klicken Sie drauf, bitte. Gibt es den Krempel hier eigentlich auch auf Deutsch? Bitte? Gibt es den Krempel hier auch auf Deutsch? Also, haben Sie da irgendwo eine englische Flagge gesehen, wo Sie da so sozusagen umtauschen könnten? Nee, hier ist keine Flagge zum Umtauschen. Das sollte, glaube ich, am Anfang. Ja, habe ich ganz am Anfang, als ich hier auf der komischen Login-Seite war, habe ich das ja gemacht. War trotzdem die Hälfte auf Englisch. Und jetzt, wenn ich eingeloggt bin, ist alles wieder auf Englisch. In der Tat. Die Betrüger scheinen sich hier immer weniger Mühe zu geben, solche Webseiten zu programmieren. Teilweise sind sie gar nicht auf Deutsch, nur zur Hälfte auf Deutsch oder in einem tollen Denglisch geschrieben. Zumindest ist das auf keinen Fall seriös. Also wenn ich auf einer Plattform bin, wo ich als Deutscher etwas kaufen kann oder eben Geld einzahlen kann, dann kann ich ja wohl erwarten, dass das Ding auch komplett auf Deutsch übersetzt ist und zwar fehlerfrei. Das könnten wir auch auf Englisch machen, das ist kein Problem, ich helfe Ihnen dabei. Ja, ich hätte es ja gerne auf Deutsch. Okay, dann gehen Sie nochmal ganz am Anfang. Soll ich mich jetzt wieder auslocken? Ja, gehen Sie also einen Schritt zurück, ja, wie wo die Seite kommt, wo Sie quasi den E-Mail und den Passwort wieder schreiben. Und da oben rechts kommt dann die englische Flagge und da könnten Sie dann das umtauschen. Ja, habe ich doch gemacht, habe ich doch draufgeklickt. Und dann war die Hälfte von der Scheiße hier trotzdem auf Englisch. Okay, aber es ist auch kein Problem, wir könnten das auch auf Englisch machen. Ja, nochmal, zum zweiten Mal, ich hätte es gern auf Deutsch. Weil wir sind ja hier in Deutschland und nirgendwo anders. Ja, das weiß ich. So wie Sie sagen, haben Sie erst am Anfang, es ist auch kein Problem mehr, dass es auf Englisch ist. Na doch, für mich schon. Ich hätte es schon gern auf Deutsch. Gehen wir nochmal ganz am Anfang, dann versuchen wir es nochmal. Ja, dann logge ich mich jetzt hier nochmal aus. Ja. Ja, geht gar nicht. Doch jetzt. Gehen Sie einen Schritt zurück. Jetzt bin ich hier wieder auf der Startseite. Die ist jetzt wieder auf Englisch. Und jetzt drücke ich auf Deutsch. Genau. Und dann ist er in einem Denglisch geschrieben. Also Deutsch und Englisch. Also, da wo die englische Flagge steht, dann kommt dann so eine Liste. Da klicken Sie auf Deutsch. Nö, eine Liste haben wir nicht. Hier sind die Flaggen alle nebeneinander. Ja, dann klicken Sie auf den deutschen Flagge. Ja, zum 520. Mal. Habe ich doch gemacht.
Okay, gut. Jetzt geben. Kommt jetzt die Seite auf Deutsch? Ja, nee, auf Englisch. Immer noch auf Englisch? Nee, auf Englisch. Bitte? Auf Englisch. Also steht da die deutsche Flagge, da bei der Liste, wo Sie die Sprache wählen können? Ja. Klicken Sie auf die deutsche Flagge, dann sollte es natürlich auf Deutsch kommen. Ja, habe ich doch gemacht. Okay, super. Jetzt könnten wir nochmal loslegen. Ja. Okay, geben Sie jetzt ein E-Mail und ein Passwort, bitte. So, ich gebe das jetzt hier nochmal ein. So, jetzt bin ich hier wieder drin und alles ist wieder auf Englisch. Das ist aber wirklich komisch. Ja, finde ich auch. Weil das ist uns eigentlich auch noch nie passiert. Müssen sich die Programmierer mal ein bisschen mehr Mühe geben, wenn sie meine Kohle haben wollen. Bitte? Ich sage, dann müsst ihr euch da mal ein bisschen mehr Mühe geben. Mühe geben wir uns natürlich auch, aber es ist uns noch nie passiert, wie ich Ihnen gesagt habe. Tja. Das würde ich so jetzt auch sagen, ja. So, und wo soll ich denn jetzt hier draufklicken? Okay, haben Sie jetzt ein E-Mail und ein Passwort geschrieben? Ja, wie gesagt, ich bin ja drin in dem Ding jetzt hier. Okay, super. Klicken Sie dann nochmal auf Trading, bitte. Und dann klicken Sie auf Plus New Account. Okay, was schauen Sie jetzt, nachdem Sie Plus New Account geklickt haben? Ja, jetzt kann ich hier so Daten eingeben. Okay, dann kommt sozusagen eine Liste, wo Sie den Namen schreiben können, wie Sie Ihren Konto nennen möchten. Und dann USD, bei USD wählen Sie Euro. Und bei Passwort geben Sie bitte ein Passwort ein, wie Sie möchten. Es muss aber achtstellig sein. Große Buchstabe, kleine Buchstabe und Nummer auch, bitte. So, ja, habe ich jetzt nachdem gemacht. Nachdem Sie das getan haben, klicken Sie auf Create Account, bitte. Haben Sie es? Ja. Super. Und nun? Okay. Was schauen Sie jetzt vor sich? Ja, jetzt ist hier was grün in der Mitte. Klicken, also schauen Sie da, wo Sie Einzahlung klicken können, also Einzahlung oder Deposit? Ja, sowas steht hier. Klicken Sie drauf, bitte. Ja. Und da sollte die Kasse kommen, oder? Keine Ahnung, ob das eine Kasse ist, aber hier stehen wieder ein paar Zahlen, ja, mit so blauen Knöpfen. Genau. Haben Sie jetzt gedacht, mit welchem Betrag Sie anfangen möchten? Also, so wie Sie auf Ihrem PC sehen, steht 250 Euro, 500 Euro bis 1000. Es ist Ihre Entscheidung, mit welchem Betrag Sie anfangen möchten. Ja, dann würde ich erstmal einen Fuffi nehmen. Bitte? Ich sage, dann würde ich erstmal einen Fuffi nehmen. Okay, dann klicken Sie drauf. Ja, dann trage ich das jetzt hier ein und dann? Dann klicken Sie auf Deposit, bitte. Passiert nichts. Okay, was schauen Sie jetzt da? Jetzt kommt hier wieder was. Die ist ganz schön verzögert, die Seite. Jetzt steht hier oben 50 Euro und dann Cryptocurrency, yes. Also, steht da entweder Kreditkarte oder mit Krypto? Hier steht Cryptocurrency, yes. Da wollen die einen schon bescheißen um das Geld, was man hat. Und dann kennen sie sich nicht mal mit der eigenen Webseite aus. Mehr als das, was ich vorgelesen habe, stand da tatsächlich nicht. Aber er hat auch von Anfang an nicht zugehört, wie viel Geld ich in das Feld eintrage. Er meinte, ich soll da draufklicken. Ich habe aber immer wieder gesagt, dass ich da eben einen Fuffi eintrage, also 50 Euro. Und wahrscheinlich wird deswegen auch was anderes angezeigt. War technisch möglich, bin da auch weitergekommen und ja, war dann tatsächlich auch so, wie ich es hier gesagt habe. Also, haben Sie eine Kreditkarte? Ja, sowas habe ich. Ein Master oder Visa? Heißt beides.
Okay, dann könnten wir es versuchen mit Mastercard. Klicken Sie da, wo Kreditkarte steht, bitte. Na, hier steht ja nur Cryptocurrencies. Ganz kurz bitte. Also, Herr, da sollten zwei verschiedene Optionen also sehen und bei einer sollte Kreditkarte stehen. Nö, hier steht bloß dieses Cryptocurrencies. Nur das steht da. Ja. Okay, gehen Sie einen Schritt zurück, bitte. Dann nochmal. Also muss ich den Krempel jetzt ja nochmal machen? Na, also nur einen Schritt zurück, nicht ganz. Dann klicke ich jetzt hier im Browser auf zurück, ja. Da, wo nochmal quasi die Kasse kommt, dann klicken Sie auf die 500, dann nochmal Deposit. Ja, jetzt dödelt hier erstmal so ein komischer Kreis. Bitte? Ich sage, jetzt dödelt hier erstmal so ein komischer Kreis. Also was schauen Sie da? Welchen Kreis nochmal? Ja, jetzt dödelt hier irgendwas. Was zögert denn her? Ja, keine Ahnung, ist doch eure Webseite. Ah ja, jetzt bin ich hier wieder auf dem Einzahlungsding. Genau, da bei die drei verschiedenen Beträge. Dann trage ich jetzt hier nochmal ein Fofi ein, ja? Ja, genau. So, dann drücke ich Dann klicken einfach Sie auf Enter. Deposit. So, und jetzt zahle ich hier wieder 50 Euro und dann ist ja so eine Logos mit B, L, dann irgend so ein komisches D und so ein lilanes, keine Ahnung, sieht aus wie ein Kristall oder so und dann steht da Cryptocurrencies. Also klicken Sie da, wo Kreditkarte steht. Ja, steht ja nicht, da steht nur Cryptocurrencies. Nur das steht da. Ja. Ganz kurz. Ganz im Ernst, also mal angenommen, ich wäre jetzt bis jetzt auf die ganze Scheiße hier reingefallen. Irgendwann ist auch gut, also ist ja nervig mittlerweile schon. Jetzt fängt es an zu hüpfen. Bitte? Jetzt hüpft das Kryptokurrenzius. Was meinen Sie damit? Na, es hüpft. Soll ich da jetzt draufdrücken auf dieses Kryptokurrenzi-Dingsbums? Nein, das sollte also, wie gesagt, das sollte eigentlich, also ganz, also normalerweise sollte da Kreditcard kommen und Krypto. Also zwei verschiedene Optionen. Ich habe Aber nur jetzt. das Krypto-Dingsbums hier. Schon irgendwie geil. Ein Betrüger, der sich mit seiner eigenen Seite, mit der er die Leute bescheißen will, nicht mal richtig auskennt. Jetzt machen? Soll ich da jetzt draufklicken? Ganz kurz, Herr, haben Sie bitte ein bisschen Geduld. Ja. Okay, Herr. Machen wir es so. Wann haben Sie denn Zeit, wieder mit mir ein Gespräch zu führen? Na jetzt? Also, außer jetzt, meine ich. Ja, keine Ahnung. Also, nächste Woche? Ja, wie gesagt, nächste Woche bin ich nicht da. Oder übernächste Woche? Ja, da vielleicht, aber wieso jetzt eigentlich? Ich dachte, wir machen den Krempel jetzt hier fertig. Ne, also, weil jetzt verstehe ich ja nicht, warum bei Ihnen nicht die zwei Optionen bekommen, die zwei Bezahlmethoden quasi. Ja, und das soll dann das nächste Mal anders sein? Ja, da könnte ich Ihnen besser helfen. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Also, weil da kommen dann nochmal meine Kollegen und da könnten meine Kollegen Ihnen besser helfen. Ja, vielleicht verbindest du mich mal an irgendjemand Intelligentes. Heute ist aber Sonntag. Meine Kollegen sind ja nicht da. Ja, richtig, ist Sonntag. Eh komisch, dass ihr Sonntag arbeitet. Da ist doch normalerweise keiner an der Börse da. Bitte? Ich sage, Sonntag ist doch eh keiner an der Börse normalerweise. Ja, aber wir arbeiten auch sonntags. Aber Ja. natürlich nicht wie Montag bis Freitag. Aha. Ist ja seltsam. Ja, und Okay, dann würde ich sagen, wir könnten noch mal
Also übernächste Woche Montag telefonieren. Ja, dann aber auch wieder so eher um welche Uhrzeit hätten Sie? Eine Zeit? Ja, auch wieder so 15 Uhr. 15 Uhr? Ja, meinetwegen. Super. So machen wir es dann. Ja, falls ich nicht rangehe, dann einfach nochmal probieren. Kommt immer drauf an, wie ich gerade Lust habe. Alles klar. Dann rufe ich Ihnen über nächste Woche am Montag an um 15 Uhr, ja? Genau. Und wie gesagt, wenn ich nicht rangehe, also, dann einfach nochmal probieren. Okay. Und bitte, bitte, bitte nochmal, sprechen Sie meinen Namen, Rian Wilson, und bitte sprechen Sie nicht mit jemand anderem. Also ich weiß nicht, ob er tatsächlich nochmal anrufen wird. Ihr werdet es ja hier in den Videos eh mitbekommen. Und ich werde euch auf jeden Fall davon berichten, ob er nochmal angerufen hat oder nicht. Aber das ist hier schon wieder komisch. Ich soll auf keinen Fall mit jemandem anderen sprechen. Damit will er eigentlich nur verhindern, dass nicht irgendein anderer Trading-Betrüger bei mir anruft und ja, er meinen Auftrag verliert. Also ich vermute mal, dass er wirklich nochmal anrufen wird. Mal gucken, ob ich ihn rankriege. Ja, aber das ist der einzige Grund, ne? Also warum man auf keinen Fall mit irgendjemand anders sprechen soll. Weil, überlegt mal, also sagt euch eure Bank, aber falls die Volksbank oder die Sparkasse anruft, gehen sie auf keinen Fall ran, legen sie da gleich auf, weil ja, wir wollen ja mit ihnen die Geschäfte machen. Das ist wieder wirklich nur so eine Macke, die Betrüger machen, und aller spätestens sollten hier alle Alarmglocken angehen, weil unseriöser geht's halt wirklich nicht mehr. Ne? Also, dass der euch tatsächlich verbieten will, mit anderen Leuten zu sprechen, wo man eventuell noch was investieren könnte. Wie soll ich mit wem anders sprechen? Bitte? Wie denn? Mit wem soll ich nicht sprechen? Falls Sie sich wahrscheinlich irgendwo anders angemeldet haben und Sie werden dann nochmal Anrufe bekommen. Ja. Warum soll ich nicht mit denen sprechen? Weil, also wie gesagt, Sie sind bei uns angemeldet und wahrscheinlich haben Sie sich auch irgendwo anders angemeldet und Sie werden dann natürlich Anrufe bekommen, um dann Einzahlungen zu machen, aber das machen wir zusammen. Deswegen habe ich Ihnen gesagt, sprechen Sie nicht mit jemand anderem, falls Sie Anrufe bekommen, sondern nur mit mir, beziehungsweise mit Rian Wilson. Ja gut, wenn es bei den anderen aber funktioniert. Bei euch geht's ja hier irgendwie scheinbar nicht. Ist ja alles kaputt. Naja, kaputt ist es nicht. Naja, sonst würde das ja da stehen. Ja, das verstehe ich auch nicht, weil das hat man auch nie. Ja. Also dann, so machen wir es dann. Ich rufe Ihnen dann nochmal am Montag an, okay? Genau. Okay, alles klar. Dann schöne Woche wünsche ich Ihnen noch. Jo. Alles klar, ciao, ciao. Na, ich bin gespannt, ob der sich wirklich nochmal meldet. Ich hoffe, dass euch der neue Anruf wieder unterhalten konnte. Wenn ihr mögt, kommt ihr jetzt über die Links im Bild zu meinem letzten Video und auch zu der gesamten Playlist. Bis bald. Ciao, ciao.